Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel mit einem weiteren Schiffsguide. Und heute soll es um die Mustang Alpha von Consolidated Outlands gehen. Das ist das zweite Einsteigerschiff, was in Star Citizen präsentiert worden ist. Das heißt, das Schiff, was in der Konkurrenz steht zur Aurora-Reihe. Es soll dabei vom Design ansprechender sein oder stylischer sein und auch in den Triebwerken besser performen. Genau, besonders ansprechend an diesem Modell ist dabei das Cockpit, was einen komplett unverstellten Blick zulässt und dementsprechend den Piloten einen hervorragenden Überblick gewährt. Gegenüber der Aurora-Serie scheint die Mustang-Reihe im Allgemeinen spezifischer, auch stylischer, aber vor allen Dingen nicht so generisch zu sein. Und damit kommen wir auch schon zur Rolle. Ganz klar, die Mustang Alpha ist ein Starterschiff für die ersten Gehversuche im Verse. Wir haben am Heck dann nochmal die Möglichkeit, einen Frachtcontainer anzukoppeln und gewinnen dann 10 SCU-Frachteinheiten, um dann daraus leichte Frachtaufgaben oder leichte Transportaufgaben machen zu können. Ein echtes Fliegengewicht eben. Das kommt hauptsächlich durch die ultraleichten Legierungen, die verwendet werden, um dieses Schiff herzustellen, die dem Schiff dann noch ein Flugverhalten ähnlich dem eines Jägers verleihen. Wir kommen hier wirklich nur auf 18 Meter Länge und 13,5 Tonnen und das merken wir dann auch wirklich in der Steuerung. Aber es ist so, dass wir diese Spitzengeschwindigkeit, das schnelle Reagieren des Schiffes, das Handling, das Strafing, das kommt auch mit einem hohen Preis daher. Und zwar verlieren wir durch das schwache Gewicht tatsächlich an Hüllenintegrität. Das heißt, Schilde und Hülle fallen bei der ganzen Mustang-Reihe und speziell auch bei der Alpha schwach aus. Dementsprechend, als PvP-Dogfighter ist sie dadurch nicht geeignet, wird nicht performen, dadurch, dass sie halt eben so fragil ist. Der Vanduul-Swarm wird im PvE-Modus halt offenbar halt schon zur Gefahrenzone. Allerdings ist es so, dass die Mustang halt doch ein eher schwer zu treffendes Ziel darstellt, wodurch halt ein defensives Flugverhalten oft dazu führt, dass die Schüsse vorbeigehen. Und dann ist es auch tatsächlich so, darüber hinaus, dass die Waffen oder das Waffen-Loadout relativ schwach ausfällt. Wir haben hier zwei leichte Laser an der Schnauze oder dem kleinen beweglichen Turm unter der Schnauze. Und dann haben wir optional nochmal die Möglichkeit, an den Flügelspitzen oder am Flügelrahmen ebenfalls nochmal zwei leichte Laser anzubringen. Dann ist aber das gesamte Setup eher fix und diese Feuerkraft reicht wirklich nicht aus, um offensiv punkten zu können. Dementsprechend, wie gehabt, die Mustang Alpha ist halt eben eher ein defensives Schiff. Darüber hinaus lässt sie schmerzlich eine Speichermöglichkeit vermissen, also sprich, es gibt kein Bett an Bord. Und obendrein fällt ihr Standard-Frachtcontainer, der glaube ich mitgeliefert wird, gegenüber dem vergleichbaren Einsteigermodell aus der Aurora-Serie 30% schmaler aus. Und das ist dann tatsächlich ein Einschnitt und damit kommen wir auch schon zum Fazit. Die Mustang Alpha ist auf jeden Fall vom Design her wesentlich ansprechender als die Aurora-Baureihe, sag ich jetzt zumindest mal subjektiv. Sie ist auch von dem Flugverhalten eleganter. Man kann mit ihr auch gut, sag ich mal, die ersten Flugversuche machen und schnell lernen mit dem Schiff, weil es reagiert. Man kann Manöver damit ausprobieren. Da ist die Aurora wesentlich behäbiger. Für Kurzstreckentransporte wird sie wahrscheinlich schnell kosteneffektiv arbeiten können. Da wird man seine ersten Abenteuer machen können. Aber wirklich so für längere Reisen, da fehlt uns das Bett und da fehlen uns auch die Optionen. Genau, abgesehen davon ist sie halt nicht widerstandsfähig genug, um tatsächlich wirklich abenteuerliche Reisen zu bestehen. Ja, und wie gesagt, kein Speicherplatz ist auch ein bisschen blöd. Wer exploren möchte, sollte sich deswegen eher die Beta-Version der Mustang-Reihe anschauen. Die wäre wahrscheinlich eher dazu geguidet. So, liebe Freunde, das war unser Shipguide zur Mustang Alpha von Consolidated Outlands. Schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr hören wollt, was ihr nicht hören wollt oder quatscht mit uns über Star Citizen. Liked und disliked die Episode selbstverständlich, je nachdem, wie sie euch gefallen hat und abonniert diesen Kanal. Das bringt uns ganz persönlich weiter und freut uns auch natürlich sehr. Wenn ihr uns darüber hinaus als YouTube-Creator unterstützen wollt, kickt mal auf Patreon vorbei. Eventuell ist das ja was für euch. Und bis zum nächsten Mal sagen Weez und Dozer und natürlich wie immer... See you on the flight deck!